Jetzt brauchen wir die Kombi vom Code, also. Hinweise. Herrje, merkt ihr die Kombination? Laras Expeditionsschatz, mein Lieblingsgemälde und der Hochzeitstag. So. Lord Cross Tagebücher. Nein. Die Pharaonenkrone von meiner Geburtstagsschatzsuche. Wie alt war ich da? 6? 8? Okay. Vogelsymbol. Vogelsymbol, Vogelsymbol. Vogelsymbol. Irgendwo hat sie es doch. Genau, Hieroglyphenblatt. Jetzt erinnere ich mich. Vogelsymbol, Vogelsymbol. Sieht es irgendjemand? Ein Symbol und eine Zahl. Ja, die 5. Die Symbole schon immer schöner als die Zahlen. 5. Gut, das war einfach. Wenn es das ist, ist es das. So, dann sein Lieblingsgemälde hat irgendwas von. Ja. Rote Vierecke sind drauf, das müsste dann das rechte sein, das sind 4. So, und dann. Ich war heute kurz daheim, um meine Let. Irgendwas mit meinem Hochzeitstag. Ja, da hat er recht. Geheimtinte. Ohne Emilia. Sickung, Position, Kraft. Laras Kindheit, nahe Foto von. Ein Bild mit Dad und Anna. Wir brauchen noch. Das Hochzeitsdatum. Das war für eine Ausstellung. Das war der Ehering. Moms Ehering. Hab mich immer gefragt, was damit passiert ist. Ouroboros Amulett. Nee, nee, nee. Ach, das fehlt noch. Fehlt ja doch noch einiges. Dads Buch über uns stirbt. Dad hätte mich gerne. Als Vollzeugtechnik mit Hauptschlüssel die Renovierungsposition. Ich glaube, diese Reise war nötig, damit ich den Schatz. Herrje, merkt ihr die. Ich war heute kurz daheim, um meine letzte. Positionstagebücher Zeit anhalten. Egal. Okay, ich habe alle Hinweise. 5, 4. Mal sehen, ob ich es hinbekomme. Ich weiß, dass es die 9 sein sollte. Perfekt. So, dann haben wir das. Ein schönes Gefühl, dass Dad das behalten hat. Ein Tonabdruck. Nein, danach suche ich nicht. Ich bin wie betäubt. Es erfordert all meine Willenskraft, nicht der überwältigenden Trauer zu erliegen. Emilias Flugzeug in den Bergen abgestürzt. Sie starb allein im Schnee, in der Hoffnung, dass ich sie finde. Oh Gott, nicht sie, nicht jetzt. Ich ertrage das nicht. Ein Leben ohne sie ist unvorstellbar. Ich weiß, was ich tun muss. Ich bin entschlossen. Ich werde sie zurückholen. Vielleicht bin ich deswegen hier. Vielleicht ist das Schicksal ein Test meines Glaubens an die Wahrheit, die ich so lange suche. Roth wird dagegen sein, aber um Laras willen. Ich kann ihr nicht in die Augen sehen, wenn ich es nicht versuche, Emilia zurückzuholen. Die Mönche bereiten das Elixier zu. Dann wird sich zeigen, ob meine lange Suche nach der Wahrheit umsonst war.
Dad, was hast du getan? Jetzt wissen wir auch, wie die Mama gestorben ist. Dads Fortsetzung zu seinem ersten Buch über Unsterblichkeit hat es nie veröffentlichen können. Handgeschrieben. Das ist das einzige Verdammt, auch nicht. Ich war sicher, dass hier drin ein Testament ist. Halt, was ist das? Eine leere Seite. Dad muss mir den hinterlassen haben. Bestimmt ist er wichtig. Okay, eine leere Seite. Was mache ich jetzt mit einer leeren Seite? Man könnte ja nochmal in die Bibliothek gucken und es auch übers Feuer halten. Wie wir es schon mal gemacht haben. Eine Geheimnachricht. Gott, ist das denn? Was sind das für seltsame Markierungen? Das muss eine Art Hinweis sein. Ist das noch mehr aus ihrem Hieroglyphenblatt oder wie? Ach. Gut, dann haben wir wohl damit und mit den Hieroglyphen einen neuen Code. Was jetzt natürlich fehlt, ist der Platz, wo man den eingeben kann. So. So, das ist die Eingangshalle. Also suche ich jetzt im Haus nach. Einem weiteren Safe. So, mach jetzt immer noch gemütlich. So. Wo könnte ein weiteres Safe sein? Wir gucken. Na, in. Ja, wir müssen dann wohl nochmal in den Keller gucken. Nein. Keller war die andere Richtung. So, wo ging es runter? Ja. Ach ja, hier war ja auch noch eine Tür. Haha. So, was haben wir denn hier? Nicht viel. Oder war ich jetzt hier doch schon? Ich glaube, hier war ich dann doch schon. Ja, hier war ich doch schon. Gut, dann. Hier lang weiter. Irgendwas übersehen. Was ich damit sagen will, genießen Sie die Reise, Lara. Stürmen Sie nicht zum Sieg. Läufer nach dem Sieg. Ich weiß, Winston, ich will nur... Verschlossen? Oh nein, das habe ich übersehen. Sie müssten wissen, dass auf diesem Brett nicht mit mir zu spaßen ist, junge Dame. Schachmatt. Was bist du? Oh. Guck. Da ist noch ein Code-Dingsbums. Ein Tastenfeld. Den muss ich so. Ich muss nochmal gucken. Und zwar, was haben wir denn jetzt? Leerer Brief enthüllt. Eine Geheimnachricht. Ähm.
das nochmal irgendwie vernünftig drehen. Das sind sehr komische Formen. Ja, was ist das erste? Eine Kochmütze umgedreht, das letzte ist ein Vogel und das in der Mitte ist irgendwas. So. Müssen wir mal gucken. Hieroglyphen. Hieroglyphenblatt. Jetzt erinnere ich mich. Jeder Bezirk im alten Ägypten hatte ein Symbol und eine Zahl. Ich fand die Symbole schon immer schöner als die 1, 4, 2. 1, 4, 2? 1, 4, 2 sieht gut aus. Das könnte passen. So. 1, 4, 2. Geklappt. Geheimgang. Hat aber jemand ganz schön viel... Mist, eingesperrt. Ganz schön viel... Aufsehen. Die Geheimtür von innen. Vorkehrung getroffen. Das setzt sich hier nicht fest. Testament zu verstehen. All das gebaut, nur um seine Forschung zu schützen. Ein Labor. Na da. So, was haben wir hier? Die Renovierung läuft. Richard. Dads gesammeltes Wissen. Hier drin. Da ist eine Inschrift. Das ist das Croft-Universum. Unser Wissen liegt im Osten. Unsere Ruhe im Westen. Unser Morgen liegt im Süden. Und unser Gestern im Norden. Ach, bitte. Unser Gestern im Norden. Noch etwas anderes unter dem Anwesen ist? Tatsächlich, es geht noch weiter, Mann. Liebster. Mom starb ganz allein. Sie war so tapfer. Vielleicht gelange ich ja damit in andere. So. Ist nicht so toll wie ihre Kletteraxt, aber es ist immerhin was. So, gucken wir uns mal hier noch den Drachen an. Die gehört zu einem Statuenset, das Dad in China gefunden hat. Er glaubte, es stamme aus dem Tempel von Xi'an. Oh, Tempel von Xi'an! Für die, die es nicht wissen, ist der zweite Teil von Tomb Raider. Da geht es nämlich um Drachen und den Dolch von Xi'an. Das waren Zeiten. Die fehlende Seite der Renovierungspläne. Sie wollten. Gut, dann nochmal ein kurzer Blick, aber ich glaube, ich habe jetzt hier alles. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier durchkommen. Ach Gott. Jetzt kann ich auch das öffnen. Hi, Dad. Also. Gut, dann machen wir uns jetzt nochmal zurück. Oh, ich vermisse die Renntaste, ehrlich. Ah, fuck. Wir können ja gar nicht zurück. Ist ja zu. Sie kommt ja da gar nicht wieder raus. Aber, hey, ja, da war noch was. Da war noch was. Musst du zurück. Unglaublich. Selbst hier drin hat Dad seine Entdeckungen versteckt. Er war wohl etwas paranoid. So. Ah, hier geht's auch lang. Ach Gott. Toll, darf ich mich entscheiden, ob ich da lang oder rückwärts gehe? Dann gehen wir erstmal hier lang. Komme ich vielleicht wieder nach oben? So, wenn jetzt hier noch ein paar Zombies rumlaufen würden, wäre das ein schönes Resident Evil geworden.
So, wo sind wir jetzt? Wer hätte es gedacht? In der Bibliothek sind wir jetzt mal wieder. Gut, dann können wir aber von hier aus... Ja, nochmal durch den Keller gehen. Dann haben wir das nämlich gleich. Ich nehme mal an, dass ich jetzt nochmal da durchkomme, hoffe ich. Und dann können wir dann noch die Spinte öffnen. Ich glaube, es war sogar irgendwo noch einer da. Im Westflügel. Da bin ich mir auch gar nicht mehr so sicher, ob da einer war oder nicht. Deshalb. Gucken wir da jetzt auch nicht. Ich gewinne schon noch. Irgendwann. So, komm. Brech auf. Toll. Komm. Brech auf. Brech auf. Brech auf. Sehr schön. Oh, Batterie ist auch gleich mal leer. Lord Quark. Läuft, ne? Gut. Ich hoffe, ich komme jetzt wieder einfach runter. Dass ich den Mechanismus von der anderen Seite öffnen kann. Also von der Seite, von der ich jetzt gerade drauf zugehe. Halt, warte mal. Eck. Falsche Richtung. So, mal hier rum, hier rum, hier rum. Muss ich den Code nochmal eingeben? Oder ist offen? Es ist zu. Ich muss den Code dann wohl. Wo war die Tür? Halt, was war hier? Achso. Kann ich den Code hier nochmal eingeben? Ach komm, ehrlich. Oh, gut. Müssen wir wieder zurücklaufen. Ein Rotz ist das. Hin und her. Ist echt was für mich. Wisst ihr, wie grausam das war, als ich versucht habe, alle Geheimnisse noch zu lösen und zu finden? Das hin und her gelaufen. Boah. War etwas nervig. Aber es ist ja, Gott sei Dank, vorbei. So, jetzt muss ich erstmal kurz wissen. Wo ich jetzt gekommen bin. So, wir müssen auf jeden Fall wieder nach unten. Achso, ja, hier irgendwo war es. Genau, komm, was ist los? Spring runter, genau. Habt ihr euch den Geheimgang? So. Und ab nach unten. So, und dann können wir... Die ist leer. Dann können wir jetzt hier durchkriechen. Sind wir? Na, Hauptsache sie weiß es. Sind wir hier? Oh, mein Stoffbär. Was? Ein Stoffbär? Sah überhaupt nicht aus wie ein Stoffbär. Ist ein bisschen labyrinthisch hier. Wo muss ich hin? So, ich glaube, von da komme ich. Also gehen wir hier weiter rechts.
Mann. Also wenn sie das renovieren lassen wollen würde, dann würde sie ewig brauchen. Beziehungsweise... Hä? Jetzt fühle ich mich verarscht. Jetzt sind wir nicht um den Kreis gegangen. Ach, ich muss in die Haupthalle oder was? Ah, okay. Das muss man auch mal wissen. Ja, wie komme ich jetzt am dümmsten wieder in die Haupthalle? Am besten, wir laufen so ungefähr, wie wir jetzt gerade gekommen sind. Haupthalle. Na. Haupthalle. Ah. Ah. Unser Wissen liegt im Osten, unsere Ruhe im Westen. Unser Morgen liegt im Süden, unser Gestern im Norden. Ja. Kann ich jetzt hier noch irgendwas machen? Ah, guck mal. Na dann. Familiengruft, oh Gott. Unglaublich. Diese Gruft war die ganze Zeit hier. So, was haben wir denn hier noch? Ich hatte erwartet. Entschuldigung. Tja, Erkältungen sind halt super. Egal. Wir sind jetzt hier tatsächlich in der Gruft. Ist eigentlich der Gedanke daran ein bisschen spooky, dass man über einem Grab wohnt, lebt. Aber ist ja bei Batman so ähnlich. Wobei das ja eigentlich nichts mit Batman zu tun hat. Du hast sie heimgeholt. Okay, also es liegt noch ein Textdokument vor dem Grab, so wie das hier aussieht. Und, ja, gucken wir uns das mal an, ne? Meine liebste Lara. Es ist sehr schwer, dies zu schreiben, weil ich weiß, dass es für dich nur Worte auf Papier sein werden. Ob du dich an meine Stimme erinnerst? Wie wir zusammen gespielt und gelacht haben. Oder ich dich getröstet habe, wenn du traurig warst. Denk dran, dass ich immer noch bei dir bin, Lara. Meine Energie, meine Liebe. Sie ist in dir. Und das wird sie immer sein. Nutze diese Energie und folge deinen Leidenschaften im Leben. Lass dir nie von anderen den Weg vorschreiben. Wer du sein wirst, bestimmen deine Entscheidungen. Die Liebe, die du gibst, die Versprechen, die du einhältst.
Ich hoffe, du bist glücklich. Dass du geliebt und erfolgreich bist. Bei allem, was du dir vornehmen wirst. Ich bin stolz auf dich, mein Schatz. Vergiss mich nicht. Mit all meiner Liebe, deine Mutter. Soll das ein Abschiedsbrief sein, oder wie? Es wäre aber unlogisch. Testament war es jetzt auch nicht. Das ist unlogisch, ganz ehrlich. Wenn sie bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist, dann weiß sie doch gar nicht, dass sie Stift verbraucht. Hm. Was ist das? Ein Brief? Zusätzliche Relikte zusätzlich sind ab jetzt im Anwesen verfügbar. Ach ja, wenn sie abstürzt, dann weiß sie doch gar nicht, dass sie sterben wird. Dann brauchst du ja keinen Abschiedsbrief schreiben. Außerdem ist ja, haben wir das Testament noch nicht gefunden. Ist das jetzt hier das Testament? Lara, ich habe die notariell beglaubigte Bestätigung über Amelias Grab und die Entdeckung der Gruft auf dem Anwesen erhalten. Ich verstehe zwar nicht, warum dein Vater das Schicksal deiner Mutter ihrer eigenen Familie vorenthalten hat, doch damit sind alle rechtlichen Ansprüche, die ich auf das Anwesen gehabt habe, ungültig. Das Croft-Anwesen und das restliche Vermögen deines Vaters gehören für alle Zeiten dir und du kannst frei darüber verfügen. Solltest du einmal Hilfe bei der Verwaltung des Anwesens benötigen, hoffe ich, dass du dich wieder an mich wendest. Hochachtungsvoll, dein Onkel. Ich war so auf meinen Onkel konzentriert, darauf, ihm das Anwesen streitig zu machen, dass ich nie gemerkt habe, wie viel mir dieser Ort wirklich bedeutet. Aber seit ich hier bin, spüre ich die Gegenwart meiner Eltern. Ich spüre die ganze Geschichte meiner Familie und wie tief wir hier verwurzelt sind. Ich möchte meine Eltern ehren. Ich möchte all meine Vorfahren ehren. Die Croft-Familie mag so gut wie vernichtet sein. Aber ich werde unseren Namen und unser Haus wiederherstellen. Aha. So, machen wir noch einen Blick auf die Karte. Mir fehlen 8 Relikte und 2 Dokumente. Das ist nicht schön, aber auch nicht weiterlich tragisch, weil das Ding jetzt hier zu Ende ist. Ich werde das jetzt hier nicht weiter zocken. Werde mich stattdessen um einen anderen Modi kümmern, den es hier noch gibt. Und das Video ist jetzt erstmal halt. Warte, was ist das? Das Croft-Familienwappen. Das Video ist jetzt hier an der Stelle zu Ende, wollte ich sagen. Das auf jeden Fall. Was ist das? Hm, das gehört Anna. Die meisten ihrer Sachen sind im Gästehaus. Was hatte sie hier drinnen verloren? Na, hier war doch eben was. Da hat jemand Sinn für Humor. Was steht denn da? Stop smoking. Oh, ja. Hat aber fleißig geraucht hier am Fenster, ne? So, stopp. Das Video ist jetzt hier tatsächlich wirklich vorbei, solange ich jetzt ja nicht gleich noch irgendwas Neues finde. Und, wie gesagt, im nächsten Video gibt's dann irgendwelche anderen Modi. Eine Phönixfigur hat bestimmt Dads Idee der